Wie war das für eigentlich bei dir so als Kind? Wie hast du da so die Annäherung an die Kirche gefunden? Zuerst einmal getauft am Ostersonntag, das habe ich erst später entdeckt. Bin ich so als sicher 6-7-Jähriger in Begleitung meiner durchaus gläubigen Mutter und meines soliden Vaters regelmäßig in die Kirche gegangen, habe mich beim Maiandachten furchtbar pharisiert, bin dann über Empfehlung eines Priesters, der meine Mutter angesprochen hat, mit 11 Jahren erst Spätberuf Ministrant geworden, habe dann diese Laufbahn gemacht als Ministrant im Gymnasium, damals eben Fichtnergasse, hat Monsignore Beck uns sehr gut behandelt als Studenten, als Schülerinnen und Schüler und hat uns vermittelt nach Seckau zum Pater Laurentius, der mir als künftiger Maturant sehr, sehr imponiert hat. Ja, dazu kommt noch, das habe ich jetzt vergessen im ersten Wurf, dass in der Pfarre, wo ich Ministrant war, ein sehr aufgeschlossener, vorkonziliarer Pfarrer schon war. 2 tolle Kapläne, ich war auch bei der Mittelschuljugend und eben all dieses Konglomerat aus alledem hat sich dann für den Maturanten, für mich als Maturanten empfohlen, versuch's halt im Priesterseminar. Der Pfarrer hat mich aus der Mitte der Jugend im St. Anna Baumgarten da 14 Bezirk entlassen und hat gesagt, wenn du drauf kommst, dass das Priesterseminar nicht dein Platz ist, dann ist dein Platz wieder hier. Das heißt, ich habe mich in ein Netz gefangen, gehalten, gewusst. Wie war da so dieses Hineingehen in das Priesterseminar? Welche Vorstellungen hast du da gehabt? War es nur, dass dein Pfarrer dich entsandt hat oder hast du schon auch ein positives Ziel für dich gesehen? Ich sage mal humorvoll, gerade bei unseren Firmenkandidatinnen und Firmenkandidaten, nachdem mich kein Mädchen angelacht hat und ich auch kein Mädchen angelacht habe, bin ich in das Seminar gegangen, zumal 2 meiner Klassenkameraden schon vor mir sich angemeldet haben. Und in unserer Pfarre war ein Priesterstudent, der mir auch imponiert hat. Leider ist er nicht im Amte geblieben. Und der hat mich durchaus animiert und informiert, was da auf mich zukommen wird. Aber als Einzelkind war ich eigentlich eine Sozialisierung in einem Priesterseminar gar nicht gewohnt und habe dort vieles gelernt. Und was waren dann so die Wünsche des Priesterseins, die du dir damals ausgemalt hast? Wir haben damals Kollegen, die schon im Kaplansdienst waren, eingeladen zu Gesprächen. Und da hat einer gesagt, hätte ich nochmals die Chance, im Priesterseminar zu sein, würde ich Jesus Christus noch viel besser kennenlernen wollen. Das hat mich sehr hellhörig gemacht. Auch unser Regens hat eine sehr starke christologische Theologie gehabt, sodass mir eigentlich diese Beziehung zu Christus ja doch auch berufsentscheidend war. Und so in der Mitte der Ausbildung, ich sage das sehr gerne, war meine Entscheidung eine sehr schlichte, gesagt, Herr Jesus Christus, wenn du mich brauchen kannst, dann nimm mich. Wenn du mich nicht brauchen kannst, dann mach das deutlich bekannt. Offensichtlich die zweite Hälfte bist du im Priesterseminar geblieben. Bin ich geblieben, ja. Also hast du einen Ruf verspürt. Durchaus, wobei mein Jahrgang damals mit 30 Alumnen, übersetzt auf blöd, Zöglinge, bestanden hat. Und Rom wollte statt 10-12 Semester haben, wurde unser Jahrgang geteilt. Die etwas Älteren haben kein Diakonatsjahr gehabt, die waren im Weihjahrgang 66. Und ich war im Jahr 66-67 mit meinen Kollegen der erste Diakonatsjahrgang. Und ich habe da ein sehr interessantes Jahr in Stockerau zugebracht, das ich nicht missen möchte. Dort habe ich auch Fehler machen dürfen, die nicht zum Nachteil geworden sind. Dann war es soweit, ja. Du bist zum Priester geweiht worden. Ich habe eigens mein Primizbild herausgesucht, denn ich dachte mir, das gibt doch auch ein bisschen die Marschroute an. Ich habe ausgewählt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5, wir verkünden Christus Jesus als den Herrn und selbst aber als eure Diener. Und eben, wir sind nicht selbst die Herren, sondern Christus ist der Herr. Und dieses Dienen ist mir eigentlich sehr entscheidend geworden, zumal ich jedem und meiner späteren Praktikanten, dazu kommen wir noch, gesagt habe, sofern sie Priester wurden, zuerst bist du Diakon und das bist du dein ganzes Leben lang. Gut, dann warst du aber doch Kaplan. 3 Jahre in Mödling. Das war eine sehr interessante Zeit, so als frisch Gefangter mit 24 jungen Jahren nach Mödling zu kommen, zu einem alten Herrn Pfarrer, der aber den Vorteil hatte, er hat mich und uns Junge tun lassen, was wir meinten, es wäre gut. Ich habe damals sehr stark
mich um die Jugend angenommen. Wir haben im Sommer, in 3 Sommern, Bergtouren gemacht. Ich habe sicher auch genug geblödelt, habe damals auch geraucht und so weiter. Und habe mich später schon manchmal gefragt, ob das inhaltsvolle und sinnvolle Jahre waren. Aber spätere anerkennende Zusagen haben mich doch erkennen lassen, dass ich nicht ganz verkehrt getätigt war. Ja, du sagst 3 Jahre Kaplan in Mödling. Nur 3 Jahre. Nur 3 Jahre. Wie bist du dann eigentlich auf diesen Weg in das Zentrum auf den Stephansplatz gekommen? Heute sagt man ja, oh je, am Stephansplatz und so. Das habe ich auch gesagt. Ja, war es sozusagen nur der Gehorsam gegenüber dem bischöflichen Ruf oder hast du doch auch irgendwas Positives gesehen, ja, in dieser und nein. Position? Der Gehorsam einerseits und die Berufung doch andererseits. Konkret an einem Samstag in der Früh ruft mich damals, ob er schon Weihbischof war, weiß ich nicht, aber jedenfalls der Bischofsvikar Kunden an und sagt, Norbert, ich brauche dich dringend, ich muss um 9 am Stephansplatz sein, so wie du über 8 Uhr Schulunterricht, wie soll ich das tun? Wurscht, bitte komm, wir treffen uns beim Autobahnabfahrt sowieso und ich brauche eine Antwort von dir. Und da war die Öffnung, dass Erzbischof Joachim nach Dr. Severinski einen Sekretär und Zeremoniär sucht. Und es waren 2 in Auswahl, gesagt, bitte nimm doch den anderen. Und die Wahl fiel dann doch auf mich. Also bin ich doch im Gehorsam gegangen. Es waren 6 Jahre in Summe, wobei ich sagen muss, die ersten 3 Jahre waren wirklich für mich persönlich schwer. Es ist ein glattes Parkett, es ist ein schwieriger Boden, es ist auch ein Intrigantenstadel, es sind Machtspiele unterwegs am Stephansplatz, in jedem kirchlichen Zentrum sicherlich, sodass ich mich die ersten 3 Jahre nicht sehr wohl gefühlt habe. Zu Hause bin ich immer beruhigt worden, ich soll durchhalten und so weiter und so fort. Aber es war dann doch eine ganz, ganz wichtige Lehrzeit und die Frucht davon war dann auch das Doktorat, weil ich Tag und Nacht gearbeitet habe. Du sagst, es war eine fruchtbare Zeit. Welche Früchte hast du da kennengelernt in dieser Position? Ja, doch die Diözese. Mit den Priesterbildenden unterschiedlichen, mit dem Bischof, der sehr imponierend war, dessen Arbeitsstil ich, glaube ich, übernommen, nachgeahmt habe. Eine faszinierende, intelligente Persönlichkeit, Erzbischof Joachim. Und ich habe auch irgendwo von ihm das Arbeiten, das Formulieren, das auch wissenschaftliche Arbeiten letztlich gelernt. Denn da hat er immer wieder hohe Maßstäbe an meine Recherchenarbeiten gelegt. Das heißt, 6 Jahre hast du dann am Stephansplatz verbracht? Allerdings im 6. Jahr, schon im 5. Jahr, dem Bischof den Hut aufzusetzen, sprich den Bischofsmütze, in den Stab zu reichen, war mir auf Dauer wirklich zu wenig. Ich bin eigentlich Priester geworden, um den Menschen zu dienen, um Freude und Leid zu teilen und habe mich weggesehnt vom Stephansplatz. Ich wollte nicht in den Paternoster kirchlicher Karriere einsteigen. Das war nicht meine Sache. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dich losgelöst hast vom Sekretärsleben, von der Stephansplatzposition? Ja, erstens musste ich ein Jahr noch anstückeln. Die meisten von mir waren nur 5 Jahre. Ich war dann 6 Jahre. Denn es hat geheißen, Kardinal König möchte keinen anderen Generalvikar als Joachim. Und Joachim hat gesagt, ich möchte keinen anderen Sekretär als den Rott. Na gut, als im April dann 1976 Gersthof ausgeschrieben war, habe ich mich beworben. Ich habe vom Pfarrer Glotz entfernt gehört, dass er in Pension gehen will. Ich habe dann nachher vernommen, dass 4 Kandidaten waren. Und interessanterweise, erfreulicherweise, habe ich den Zuschlag bekommen. Und eines Tages zum Mittag sagt, weil ich mit ihm gegessen habe auch, Kardinal König, Herr Sekretär, ich habe Sie zum Pfarrer von Gersthof ernannt. Und da war meine Freude riesengroß. Ich habe auch wirklich während der Bewerbungszeit jeden Abend das Gebet vom heiligen Leopold gebetet. Hat vielleicht auch ein bisschen was genutzt. Dürfte Leopold genutzt haben, ja. Unser Pfarrpatron scheint seine Hand im Spiel gehabt zu haben. Welche Wünsche oder Vorstellungen hast du gehabt nach 3, sage ich vielleicht eher kurzen Lehrlingsjahren, einmal als Kaplan, dann 6 lange Lehrjahre am Stephansplatz, jetzt gleich Pfarrer in einer Pfarre. Mit welchen Vorstellungen bist du da hineingegangen in die Position? Was wolltest du erreichen hier? Also zumindest in der Pastoral relativ unerfahren. Ich habe mich
das möchte ich jetzt nicht vorlaut sagen, mit dem akademischen Grad des Doktors gerüstet für die akademischen Situationen in Gersthof. Und ich habe eigentlich viel guten Willen mitgebracht. Ich habe auch mit der Frau Diplom-Ingenieur Geiger als stellvertretende Vorsitzende jemand kräftig an der Hand gehabt und habe halt versucht, wirklich Schritt für Schritt begleitet von guten, wohlmeinenden Menschen zu machen. Und wie war dann so das Hineinsteigen in die Pfarre? Hast du das Gefühl gehabt, du bist jetzt so angekommen in einem Umfeld von Katholiken, oder waren da Vorbehalte noch zu spüren? Das ist einer von Stephansplatz, der hat vielleicht von nichts eine Ahnung. Eher nein. Wenn ich Vorbehalte gespürt habe, dann blicke ich eher auf den Dr. Heinrich Meyer, denn manche Menschen meinten, dass später stattfindende Initiativen mit ihm sich mehr auseinanderzusetzen, hat damals anfangs noch starke Vorbehalte gehabt. Sonst persönlich, glaube ich, habe ich nichts mehr in Erinnerung, dass die Menschen mir nicht wohlmeinend gewesen wären. Du bist einmal in der Gemeinde ganz gut angekommen. Du warst ein zugkräftiger junger Mann. Anfangs mehr als heute. Wolltest also einiges so auf die Beine stellen und beginnen. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, deine ersten Jahre waren sicher sehr stark geprägt auch davon, dass du sehr viele junge Leute eingeladen hast, hier zu lernen in Gersthof. Also es gab Praktikanten verschiedenster Herkunft hier. Was war da so dein Anliegen? Warum hast du so viele nach Gersthof eingeladen? Wenn, dann war es meine Bereitschaft, mit den Praktikanten zu lernen. Andererseits wurden sie mir aufgedrängt oder mir angeboten, je nachdem. Und nachdem ich vermutlich die Eigenschaft habe, nicht leicht Nein zu sagen, habe ich eben immer wieder eingewilligt. Es war eine breite Palette von insgesamt 36 Personen, Frauen wie Männer, mit unterschiedlicher Herkunft aus Deutschland, aus Österreich, aus Wien, von der Hochschule, vom Berufsseminar und so weiter. Aber es hat jeder wirklich was Tolles eingebracht. In der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eingefallen, dass die schönsten Jahre die Jahre waren mit dem Diakon Walter Pfeiffer, mit dem halben Kaplan Roland Schwarz. Das war toll. Der Alttestamentler, der Neutestamentler und der Praktiker, wir haben da wirklich einander liebevoll, auch intelligent ergänzt. Das war eine sehr schöne Zeit und wie gesagt, das Lernen von den jungen Leuten war mir schon etwas Wertvolles. Hoffentlich konnte ich auch entsprechend etwas mitgeben. Ein zweiter Schwerpunkt, nachdem du nach Gersthof gekommen bist, war, dass du den Kindergarten sehr umarmt hast. Das heißt, du hast wirklich sehr viel Energie und Nachhaltigkeit da hineingesteckt, sodass er immer mehr ausgebaut wurde. Was war da so deine Vorstellung, dein Anliegen? Ich würde sagen, der Ausbau war letztlich doch, du bist der Zeuge zum Leidwesen des Pfarrgemeinderates. Wir mussten dauernd Beschlüsse fassen, diskutieren und finanzieren und so weiter. Aber am Anfang war ein zweigruppiger Kindergarten, der mir ans Herz gewachsen ist. Ich habe auch die Kindergärtnerinnen seit meines Lebens als sehr kreative Menschen kennengelernt. Ich sage humorvoll, die aus nichts etwas machen können, zum Beispiel aus Kloräumen, irgendwelche Basteleien. Und dann war damals eine sehr kinderreiche Zeit in Gersthof und da wollte ich entsprechend durch Ausbau des Pfarrkindergartens, obwohl es genügend andere Möglichkeiten, ich sage jetzt nicht Konkurrenzen gibt, wollte ich den Pfarrkindergarten ausbauen. Eine Situation geht mir noch sehr, sehr nahe. Die damalige Leiterin, Frau Edith Ivo, die man Tante nannte, hat mir einmal gesagt, Herr Pfarrer, was sollen wir machen? Es stehen uns 25 Kinder auf der Straße. Und dann haben wir sogar ein zweites Haus begründet, die ehemalige Gersthofer Straße Nummer 107, sodass wir am Schluss sogar mit zwei Hortgruppen, die groß mit sozialer Bedeutung waren, einen achtgruppigen Kindergarten hatten, den wir nun auf 5 zusammen schrumpfen haben lassen. Mit dem Argument war, Gersthof hat nie Glück gehabt mit der Orgel. Die erste Orgel war nicht gut, die zweite Orgel ist nicht gut und die jetzt ist einigermaßen geglückt, sage ich dazu, ohne von Musik viel zu verstehen. Und ich habe immer gesagt, die Kinder sind eigentlich, oder die Orgelpfeifen unserer Pfarre sind die Kinder. Und diese Kinder wachsen heran und sind eigentlich doch die Zukunft,
begleitet von den Eltern hineinwachsen in die Gemeinde. Und darum war mir der Kindergarten sehr viel wert, wenn auch mit manchen Fehlern bei der Personalführung, wenn auch mit manchen Sorgen bei den Finanzen einmal ein kräftiges Defizit gebaut. Ich habe viel Kraft, viel Lust, viel Liebe hinein investiert, aber ich bereue es nicht. Ein dritter Schwerpunkt, wenn man dann so geschaut hat, Pfarrer Norbert in Geisthof, was tut er hier, war, dass du dich durchaus für Leute, die ein bisschen am Rand gedrängt wurden, eingesetzt hast. So deine erste Initiative war die Hilfswohnung oder die Schwangere, Wohnung für Schwangere in Notsituationen und schließlich, sicherlich wahrscheinlich die größte Initiative, zur Hilfe von damals frisch angekommenen Flüchtlingen. War das sozusagen leicht für dich oder hast du da dich durcharbeiten müssen, dass du auch dich um diese Menschen kümmerst? Schon durcharbeiten müssen. Ich komme jetzt zurück auf meine Erlebnisse vom Stephansplatz. Da ist es eigen, sehr eng zu denken. Und die Praxis hier am Ort hat mich wirklich den Blickwinkel geweitet. Ich bin auch in meinem Herzen im Laufe der Zeit weiter und weiter geworden. Ich erinnere mich an eine Praktikantin, ich sage den Namen gerne, weil sie bekannt ist, Elfi Waas. Sie ist als Schwangere von hier weggegangen und hat dann später nach der Entbindung diese Einrichtung der Diözese Schwangere Not übernommen. Und damit ist es auch ein Anliegen von mir geworden, schwangeren Frauen, die in Nöten sind, zu helfen. Und darum die alte Menschig-Wohnung im Nachbarhaus, Erdgeschoss gelegen, haben wir mal für eine solche Wohnung adaptiert. Und das Ehepaar von damals, die Familie Petrides, lässt sich ab und zu immer noch anschauen und vergisst diesen Start hier bei uns nicht. Aber durchhalten konnten wir es letztlich doch nicht. Ja, und ich darf nicht sagen Flüchtlinge, ich darf dich korrigieren, sondern es sind Vertriebene gewesen. Unsere Bosnier wurden binnen 10 Minuten mit Hab und Gut, was sie mitnehmen konnten, vertrieben. Und da war eine so spürbare Not und haben mich eigentlich die anderen Eberhüpfel und andere mehr bedrängt, wir sollen auch in der Pfarre Initiativen setzen. Und da habe ich mich, würde ich sagen, gefügig gezeigt und habe gesagt, ja, ihr habt recht. Und wir haben wirklich einen Glückstreffer gemacht mit diesen rund 20 Leuten von damals. Ich sage humorvoll, hätten wir die heute nicht, müssten wir die Pfarre zusperren. Denn unsere Gasthofer sind intelligente Menschen, spendefreudige Menschen, Mitarbeitende nicht immer ganz, sodass ich doch auf die Hand- und Zugarbeit unserer bosnischen Freunde zurückgreifen möchte und muss und kann. Das zentrale Fest der Christen, wo sie ihren Gottesbezug manifestieren können, ist Ostern. Und auch in Geisthof hat sich der Eindruck ganz tief verankert, das ist ein ganz zentrales Anliegen. Und du hast auch, glaube ich, hier einiges umgedreht. Du hast in Geisthof aus Ostern ein ganz anderes Fest, als es jahrzehntelang davor bekannt war, gemacht. Was war da das Antreibende für dich, dass du das so umgedreht hast, dass du, ich glaube ja auch, durchaus gegen Widerstände da angekämpft hast? Jetzt komme ich auf die Taufe zurück. Vielleicht habe ich Ostern aufgrund des Tauftermins in meinen Genen. Ich würde euch sagen, wenn ich meinen Namen aussuchen dürfte, nicht jetzt als Ordensmann, dann würde ich mich Paschalis nennen, ein Österling. Vorgefunden habe ich eine erweiterte Vorabendmesse. Und liturgische Fachleute sagen, das ist dehydriert. Wie ein Mensch, dem das Wasser fehlt, und Wasser braucht man zum Leben, fehlt eben dem Osterfest, wie ich es vorgefunden habe, der österliche Geist. Ich habe mich auch schon mit der Pastoralassistentin Gerda Winner bemüht, auch mit Hochschulprofessoren Begleitung eine Veränderung vorzuführen. Der erste Schritt war, auf 22 Uhr zu verlegen. Damals habe ich Pia Hecht zu dieser Stunde getauft vor Jahren. Und Rudi Eibel war es, der gesagt hat, seit Narisch, ich kann nicht Ostern feiern, Halleluja singen und dann schlafen gehen. Und das hat mir sehr imponiert. Und jetzt war ich in Verlegenheit. Der Vorabendansatz, die 22-Uhr-Stunde über Mitternacht hinaus bis zum Morgen. Und damals gab es schon sicherlich 10, 15 Pfarren in Wien, die in der Morgenstunde Ostern gefeiert haben. Und ich habe halt etwas verlegen, nicht so sehr umkrempelt oder umstrukturierend, aus der Not eine Tugend gemacht und den Bogen gespannt
von Karsamstag 18 Uhr Vorabend bis zum Ostersonntag 18 Uhr zur ökumenischen Vespern als eine Ganznachtsfeier. Und ich habe das auch mit Professor Hanonkur, mit Professor Chorherr immer wieder begleitend überlegen lassen, ob ich am richtigen Weg bin und auch die Leute in meiner Umgebung auf den richtigen Weg führe. Und ich bereue es nicht. Widerstände, glaube ich, haben sich gelegt. 20 Jahre lang leben wir es jetzt so und so. Auch die Osternachtwache geht doch von Jugendgeneration zu Jugendgeneration über. Und meine Bitte wäre, solange ich Pfarrer bin, sollte man es nicht ändern. Was nach mir passiert, ich war ehrlich, redlich und gläubig unterwegs. Aber ich denke schon, dass du durchaus nicht nur, wie soll man sagen, stillhalten, sondern auch Zustimmung gehört hast zu dieser schon, anderen Frage. Schon, ja. Es zeigen auch die Zahlen und es ist mein Anliegen, dem jeweiligen Bischofsvikar für jede Feierstunde die Anzahl der Teilnehmer und die Dauer auszuweisen. Und ich muss feststellen, dass die Zahl nicht rückläufig ist, natürlich nur wenn steigend, dann sehr dezent steigend. Gut, aber das heißt, dass die Leute offensichtlich, wenn sie einmal da sind, gerne da sind. Ja. Auch mit meinem theologischen Ansatz, wann sie Ostern feiern, hängt von innen ab. Wann geschieht Ostern in mir? Das hängt nicht von der Stunde ab, das hängt nicht von der Art der Feier ab, sondern begegne ich diesem auferstandenen Jesus Christus. Ein ganz einschneidendes Erlebnis am Karsamstag, wo früher das Heilige Grab zu suchen war, kommt eine Frau und ich frage sie, wen suchen Sie? Die war so perplex, dass ich mit dieser Frage, wen suchen Sie, sie anspreche, dass sich umgedreht hat und gegangen ist. Aber da sieht man, wie sehr Ostern noch nicht beim Christen angekommen ist. Du, oder für dich ist es aber ein Ziel, das Gotteserlebnis persönlicher werden zu lassen. Ja. Also etwas aus der Tradition, aus dem Abwickeln einer Routine, einer Tradition rauszukommen und es irgendwie existenziell werden zu lassen. Ja. Weil der Glaube eben gelebt werden muss und nicht nur übernommen werden kann. Ich denke immer an den sonderbaren Spruch vom Depositum Fidei. Das ist wie ein Schatzkästlein. Und wenn man das Schatzkästlein aufmacht, liegt da nichts mehr drinnen. Das heißt, ich muss ja was hineingeben an Glaubenserfahrung, an Lebenserfahrung. Und das gilt es auch einer nächsten Generation weiterzuschenken, anzubieten, nicht aufzudrängen. Und hast du das Gefühl, dass das auf den Weg gekommen ist in deiner Zeit hier in Gersthof? Ich hätte gehofft. Ich habe mich bemüht. Ich habe auch manche Bestätigungen noch bekommen. Und sicher wie in meinem Leben, man kann es nie allen recht machen. Aber das lässt mich gelassen sein. Ein kleiner Schritt weiter von den Fragen des Geistlichen in Gershof zur Frage an den, wie er vom Bezirksvorsteher gerne genannt wird, Pfarrer von Währing. Du bist jetzt seit vielen Jahren auch Dechant des 18. Bezirkes, Dekanats Währing. Ist das eigentlich nur eine Mehrbelastung oder siehst du da auch eine Aufgabenstellung, eine Herausforderung dabei? Es ist eine zusätzliche Aufgabe, ob Belastung ist eine Frage. Wir sind ein relatives Kleindekanat mit nur 5 katholischen Pfarrern. Darum ist auch die Auswahl, in Dächern zu wählen, gar nicht so groß. Allerdings bei der letzten Wahl habe ich von 20 Wahlmännern und Frauen 19 Stimmen bekommen. Der Kardinal war ganz perplex, dass er doch nie miterlebt. Natürlich habe ich mich selber nicht gewählt, klarerweise. Ich versuche, meinen Priesterbrüdern an die Hand zu geben, auch mit den Laien den Kontakt zu halten, den Pfarrgemeinderäten. Ich nehme eine Visitationspflicht einmal im Jahr, jetzt meistens im November, sehr ernst. Versuche auch Initiativen zu setzen. Und bin so auf diese Art und Weise der dienstälteste und auch lebensaltersälteste Dächern in Wien geworden. Und habe, glaube ich, noch 2,5 Jahre Dächern vor mir. Alle 5 Jahre endet ja die Funktionsperiode. Wenn man Leute in Gersthof oder woanders, die dich kennengelernt haben, fragt, was ihnen auffällt an dir, sagen sie alle, du hast so eine unkomplizierte, offene Art, auf diese Leute zuzugehen. Liegt dir das einfach im Blut, so vielleicht von der Familie her schon geprägt, oder ist auch ein bisschen ein Ziel dabei,
an Menschen heranzukommen. Das Ziel habe ich. Ich habe Gott sei Dank keine Berührungsängste und ein bisschen vom Blut. Meine Mutter war Lehrerin, vielleicht bin ich pastoralpädagogisch geprägt. Mein Vater und mein Großvater waren Fleischhauer. Auf gut Deutsch, wenn man im Geschäft und auf die Kundschaft zugeht, dann macht man keinen Umsatz. Also ich versuche, auf die Menschen zuzugehen, weil mir an ihnen liegt, weil ich sie gern habe und mag. Ich versuche auch nicht zu unterscheiden zwischen sympathisch und unsympathisch. Natürlich mit einigen kann man besser, mit anderen weniger gut. Ich bedauere auch, dass manche wahrscheinlich auch an mir gescheitert sind oder mir vielleicht manches unverzeihlich nachtragen. Das möchte ich wirklich auch bereuen und mich entschuldigen auf diese Art und Weise. Aber ich möchte gern auf Menschen zugehen und vor allem mit Menschen mitgehen, mit dem Grund auch diese Marazeller Fußballfahrt gegründet zu haben, dass wir miteinander unterwegs sind. Und du hast das Gefühl, hier hat sich so eine Gemeinschaft gebildet, wo du als einer unter ihnen gehst. Ich denke schon. Immerhin, wie ich angefangen habe, war es noch sehr sonderbar. Da war auf der einen Gehsteigseite die alte Dame so grüß Gott hochwürden und von drüben ruft das Kind so, hallo Pfarrer Norbert. Das war eben diese anfängliche Diskrepanz. Und ich bin im Laufe der Zeit eben für viele der Pfarrer Norbert geworden und wer mich mag, spricht mich so an. Das ist auch ein Feedback für mein Verhalten. Wenn man, so wie du gerade angesetzt hast, ein bisschen zurückblickt und vergleicht, wie es damals war, wie du eingestiegen bist und wie es heute ist, siehst du daher eine positive Entwicklung, weil man sagt ja gerne über die Kirche, ja, es hat sich so negativ entwickelt, also die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist zurückgegangen, vielleicht auch die Zahl der Leute, die am Sonntag in die Messe kommen, ist zurückgegangen. Etwas, was vielleicht sagen, den Eindruck erwecken könnte, na, es, mit der Kirche geht es uns stets ganz schlecht. Hast du auch so den Eindruck, dass es eher schwieriger geworden ist in all den Jahren oder siehst du durchaus auch positive Aspekte? Es hängt davon ab, mit welchem Maßstab man an diese Entwicklung herangeht. Mit dem Maßstab der Quantität haben wir abgenommen, das ist unzweifelhaft. Mit dem Maßstab der Qualität haben wir sicherlich zugenommen. Natürlich, die Gesellschaft ändert sich, die Voraussetzungen sind andere geworden. Mir scheint es schon schwieriger geworden zu sein. Natürlich auch, wir haben einige hausgemachte Probleme und auch Missbrauchsfälle und anderes mehr, sodass schon eine grundsätzliche Abwehrhaltung ist, die es zu überwinden gilt. Aber wenn jemand heimisch geworden ist, wie bei uns hier, dann glaube ich, fühlt er sich wohl und sagt, wir sind eine lebendige Gemeinde. Und da trage ich vielleicht einiges, aber nicht alles bei. Einfache Frage, macht es heute noch Spaß, Pfarrer zu sein? Mir persönlich schon. Natürlich, das Maß der Administration wird immer mehr. Ich habe heute, wenn auch der freie Tag zu Ende geht, fast 2 Stunden Postarbeit gemacht. Die sogenannte gelbe Post wird weniger, die E-Mails werden mehr, die Kommunikation wird dichter und tiefer. Manches mitzuverfolgen tut ganz gut und damit ist doch auch der Überblick zu gewinnen, nicht eine ganz leichte Sache. Und wenn man sagt, der Pfarrer, mit anderen natürlich auch, hat den Leitungsdienst über, dann gilt es, diesen ernst zu nehmen und in der richtigen Form zu realisieren, aber nicht in der Person, meiner Person alleine, sondern in Kommunikation mit dem Pfarrgemeinderat, mit dem Wirtschaftsrat, mit dem Leitungsteam und anderen Gremien. Von deiner Funktion und Aufgabe als Pfarrer ein bisschen einen Schritt auch zu dir als Mensch. Wir sitzen hier circa ein halbes Jahr vor deinem 70. Geburtstag. Du lässt manchmal so kleine Worte fallen. Naja, jetzt geht es vielleicht ein bisschen langsamer. Langsamer, ja. Wie erlebst du das Alter? Wie lernst du auch damit umzugehen? Ich lerne und erlebe schon noch das Alter. Ich spüre so in mir, so zu gewissen Phasen, einmal vor 2 Jahren und auch jetzt ein bisschen so Altersschübe, dass das Tempo langsamer wird, auch ein bisschen diese dynamische Luft herausgeht. Ich versuche mich da reinzufügen. Ich merke es, jetzt sehr einfach gesagt, beim Hose anziehen. Ich halte mich immer mit einer Hand ein, wenn ich das eine Bein nehme und das andere, sodass ich wirklich auch die Balance habe. Das sind schon noch ein bisschen so
Alterserscheinung. Ich merke auch beim Umblättern, dass es nicht mehr so reibungslos geht, bis ich jetzt die Seite da im Griff habe. Vielleicht ist die Mikromotorik auch schon nachlassend, aber das Sprechtempo offensichtlich nicht. Macht es deine Tätigkeit als Priester und Pfarrer nur schwerer oder auch ein bisschen anders? Eröffnet es vielleicht auch neue Blickwinkel? Schon auch neue Blickwinkel, denn ein verlangsamtes Tempo lässt nachdenklicher werden, vielleicht auch einen Verlust von Dynamik erleben, aber vielleicht ist der Inhalt noch ein bisschen tiefer anzusetzen und das macht auch das Leben interessant und nicht beschwerlich, sondern interessant. Interessant, wenn du noch jetzt einen Blick nach vorne wagen willst, was ist sozusagen noch so ein großes Ziel für dich? Was möchtest du jetzt eigentlich noch so erreichen? Was hast du für Träume vor dir? Bei der Weihe haben wir sagen dürfen, mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Und wenn ich einen Traum habe, dann soll ich sagen, mit Gottes Hilfe soll er gelingen. Ich möchte noch gerne bis 75 Pfarrer sein. Ich hoffe, die Gemeinde hält mich so lange aus und umgekehrt ich die Gemeinde auch. Denn mit 75 hört offiziell die Amtszeit eines Priesters, eines Pfarrers auf. Ich muss einreichen, das heißt also auf die Pfarre resignieren. Der Bischof muss das auch tun, der Papst nicht. Das möchte ich erreichen, diese Grenze. Mein Dechantenamt, solange ich diese Funktionsperiode habe, ausüben und mir schon langsam doch auch einen Alterssitz überlegen und zulegen, damit ich halt doch auch geordnet die Pfarre übergeben und das Pfarrhaus auch übergeben kann. Was ist dir so wichtig, dass du sagst, da möchte ich wirklich schauen, dass das bis sozusagen meinen letzten Tag als Pfarrer in Gersthof gut weitergeht? Ja, wir stecken derzeit sozusagen in einem Umstrukturierungsprozess drinnen. Ich möchte schon noch 1, 2, 3, 4 nächste Schritte mitgestalten, miterleben, mit hervorrufen, provozieren, damit doch auch dieses veränderte Gesicht der Kirche ein Antlitz bekommt, das erstrebenswert ist, das wirksam ist, das Menschen mögen und sich nicht abwenden. Wenn ich da mitgestalten kann, bin ich bereit und willens und auch guter Dinge. Wir haben bei deiner Jugend begonnen, Norbert, so die Vorstellung eines Kind, einmal mit der Kirche in Kontakt zu kommen. Sind deine Kindheitsträume wahr geworden? Ich weiß nicht, ob ich schon als Kind geträumt habe oder als Jugendlicher, aber so als Priesterstudent glaube ich schon sagen zu dürfen, dass vor allem durch das Konzil Träume wahr geworden sind, Veränderungen kaum erträumt waren, sich sogar in den Träumen die Träume überholt haben. Und ich möchte sagen, ich bin froh, dass ich in dieser Zeit eingebettet gelebt habe, dass ich Kardinal König als Bischof, der mich gefirmt hat und als Bischof, der mich geweiht hat, erlebt habe und möchte, soweit ich kann, auch so sein Erbe weitertragen. Der Aufwind von damals ist mir schon noch ein bisschen zur Spontaneität und zur Konsequenz Grund. Norbert, danke für den gemeinsamen Weg durch dein Leben. Ich danke euch, weil ich habe viele Begleiter und Begleiterinnen gehabt. Danke.